verehrtes Publikum, liebe Mitglieder. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, setzt sich die Arge Cannas seit 2014 für eine regulierte Abgabe von Cannabisblüten an Kranke über die öffentlichen Gesundheitssysteme ein. Das ist die zentrale Agenda der Arge Canna. Unser Verein hat daher seit 2016 wiederholt offizielle Anfragen an die österreichische Verwaltung gestellt, vorwiegend an das Gesundheitsministerium. Wir benutzen die gemeinnützige öffentliche Plattform Frag den Staat, um unsere Informationsrechte gegenüber den Behörden geltend zu machen. Im Jahr 2018, damals waltete die ÖVP-FPÖ-Koalition unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, stellte das Gesundheitsministerium unter FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein in einer Auskunftserteilung an die Arge Canna fest, dass die österreichische Gesetzgebung im Hinblick auf ärztlich verschriebene und über Apotheken ausgegebene Cannabisblüten nicht mit den Bestimmungen des Schengener Abkommens vereinbar sind. Wortlaut des Ministeriums: Eine diesbezügliche gebotene Adaptierung der österreichischen Bestimmungen wird derzeit geprüft. Im Klartext besagt dies: Wer in einem EU-Land des Schengen-Raums, in dem die medizinale Verschreibung von Cannabisblüten praktiziert wird, einen Wohnsitz hat, dem ist es erlaubt, Cannabisblüten überall hin innerhalb des Schengen-EU-Raums mitzunehmen und dort auch einzunehmen, wenn er eine dafür gültige ärztliche Verschreibung und einen behördlichen Schengen-Ausfuhrschein besitzt. In Österreich allerdings, aufgrund der durch Schwarz-Blau 2018 anerkannt fehlerhaften hiesigen Gesetzgebung bei Cannabis, würde diese Person trotzdem mit Kerker bestraft. Deswegen hat Schwarz-Blau anerkannt, dass die österreichischen Cannabis-Gesetze repariert werden müssen, weil sie internationalen Abkommen widersprechen. Erledigt wurde es nicht. Im Jahr 2019, nach der Affäre Ibiza, stellte die Arge Canna dazu erneut eine Anfrage an die nunmehrige Legislatur der Interimsregierung unter Kanzlerin Susanne Bierlein. Gesundheitsministerin Brigitte Zarfel wiederholte fast wortgleich die Antwort von Hartinger-Klein aus 2018 und erkannte somit den akuten Handlungsbedarf ebenfalls an. Auch diese Regierung ist hier trotzdem untätig geblieben. 2021 wandte sich die Arge Canna erneut an die Regierung, nun in der Legislatur der ÖVP-Grüne-Koalition unter Sebastian Kurz und Werner Kogler. Das Bundesministerium für Gesundheit unter Wolfgang Mückstein teilte mit, dass in keinem der berechtigten Belange der Arge Canna seit 2018 Fortschritte zu verzeichnen seien. Ob der von Mücksteins Vorgänger Rudolf Anschober öffentlich angekündigte runde Tisch von Experten zum Thema Cannabis zwecks Reformierung der gesetzlichen Bestimmungen in Österreich auch tatsächlich abgehalten werden sollte, ließ Mückstein damit kommentieren, dass über zukünftige Planung kein Auskunftsrecht bestehe. Hier ein anderes Zitat von Wolfgang Mückstein zum Thema Cannabis, gegeben bei einer von der Arge Canna geleiteten Podiumsdiskussion 2016, als er noch praktizierender Arzt war. Ich möchte als Arzt diese Therapieform haben, ich möchte sie für die Medizin haben, da sind wir auf jeden Fall auf sicherem Terrain. Ich verstehe auch den Ansatz, dass Leute sich dann selbst helfen wollen, wenn man weiß, dass ein Gutteil der Patienten, die das eigentlich brauchen würden, definitiv nicht bekommen über die Kasse. Wenn es eine Indikation gibt, dann muss ich das Medikament in einem Preis anbieten, dass genau die Dinge, die jetzt passieren, nämlich dass die Sozialversicherung weigert, das zu zahlen, nicht passieren. Wenn jetzt Cannabis nur 30 oder 40 Euro kosten würde, hätten wir diese ganze Diskussion nicht. Sie würden sozusagen dafür plädieren, dass das Cannabis auch als Blüte verschrieben wird oder eher, dass man das anbaut in Österreich und dann hier extrahiert und erzeugt das Dronabinol? Ja, beides. 2022 liegt nun in der Hand des Gesundheitsministers Johannes Rauch. Die Arge Canna hat seinem Ministerium bereits eine erneute Anfrage übermittelt, diesmal in Form eines sehr umfangreichen Dossiers. Das Spannungsverhältnis zum Schengen-Abkommen ist nämlich nicht der einzige schwerwiegende Fehler, der sich über die Jahre ins Suchtmittelgesetz eingeschlichen hat. Es gibt mittlerweile zwei weitere Fehler und auch diese laufen internationalen Abkommen zuwider.
Wir haben den Minister entsprechend informiert. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview, das der Langzeitgrünpolitiker und aktuelle Gesundheitsminister Johannes Rauch schon 2014 Vienna online gegeben hat. Cannabis gehört sofort heraus aus dem Strafrecht. Wer sich nur wegen Cannabiskonsum oder Besitz eine Vorstrafe einfängt, ist in seinem beruflichen Fortkommen schon in jungen Jahren behindert. Junge Leute müssen einen eigenverantwortlichen Umgang mit Drogen lernen. Das gilt für Alkohol und Cannabis gleichermaßen. Verbotspolitik hat auch geschichtlich gesehen noch nie ein Drogenproblem gelöst. Über das Dossier, das die Arge Canna dem Herrn Gesundheitsminister zugesendet hat, werden wir Sie, verehrte Damen und Herren, bei Zeiten im Detail informieren. Die ÖVP-Grüne Koalition jedenfalls ist aktuell im Amt und hat als dritte Regierung in Serie derzeit Gelegenheit, den öffentlich mehrfach anerkannten gesetzlichen Missstand bei Cannabis in Österreich zu bereinigen. Wir sind sehr gespannt, ob das passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.